Manchmal muss man weit gehen, um die Einsamkeit hinter sich zu lassen. Statt Wischen auf dem Handy nehmen die einsamen Herzen heute ihre Beine in die Hand und riskieren die Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Manche Gesichter sind allerdings auch immer wieder dieselben. Und so ist der Ort, den Attila Weidemann jetzt vorstellt, auch eine Geschichte darüber, wo man sich überhaupt treffen kann auf dem Land. Wo treffen sich die einsamen Herzen in unserer Region? Ganz ehrlich, die Auswahl auf dem Plattenland ist da sehr bescheiden. Aber es gibt einen Ort im Elbe-Elsterland, der ist das Flirt-Mekka des Ostens. Seit über 30 Jahren treffen sich in dem 2000-Seelenort Hohenleipisch Singles. Für 6 Euro darf man in den schönsten Saal der Region. Hier treffen sich Frauen und Männer, die den Freitagabend nicht allein verbringen wollen. Der Name der Party hat sich seit 3 Jahrzehnten nicht verändert. Tanz für Alleinstehende. Jetzt sind Sie hier allein sitzend. Ja. Kommt keiner vorbei, außer ich? Sie sind alle schüchtern. Die Männer, die getrauen sich nicht. Also ich muss sagen, ich habe in Cottbus, da gibt es auch einen Singletanz. Da bin ich auch öfters mal, auch alle 14 Tage. Der ist auch so jetzt hier in der Atmosphäre. Sind Sie dann so ein Wolf, der wirklich eine Frau sucht, oder wollen Sie eigentlich Single bleiben? Ja, ich habe mal ein paar Beziehungen hinter mir. Wäre schon, ja, bloß mal eine Frau so. Meist Wochenende, mal aber zusammenziehen ist nicht mehr. Ist ja heutzutage ganz modern. Man sagt, ja, ich bin Single und will auch Single bleiben. Ist das auch Ihr Wunsch? Naja, ich habe trotzdem Familie. Ich habe 4 Töchter, um die ich mich kümmere. Und nö, es passt schon so. Wie funktioniert hier eigentlich das Pärchen finden? Also hier ist noch ganz live is live. Reinkommen in den Saal und gucken, ob was dabei ist. Jemand, der halt sympathisch rüberkommt. Und dann wird hier noch ganz traditionell zum Tanz aufgefordert oder an die Bar. Bereits in der 4. Generation leitet Anja Krausch das Traditionslokal. Der Saal feiert im nächsten Jahr 100-jähriges Jubiläum. Generationen haben hier getanzt und sich gefunden. Eine erfolgreiche Kontaktbörse für Gäste aus Sachsen und Brandenburg. Ich habe ein Pärchen beobachtet, das schon richtig gut miteinander tanzt. Schönen guten Tag. Sie beide habe ich im Visier gehabt. Sie tanzen so gut miteinander, Sie haben sich heute nicht kennengelernt, oder? Nein, wir sind schon eine Weile zusammen. Wir haben uns aber hier kennengelernt. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, vor 3 Jahren. Beim Tanzen? Beim Tanzen. Wer hat da wen überzeugt? Beide eigentlich, ja? Ja, eigentlich, ja. Aber er war ein guter Tänzer und das hat dann Spaß gemacht. Ja, wir waren da. Ich sagte, jetzt musst du ihn holen. Da war nicht allzu viel Lust. Dachte, jetzt gehst du einfach hin und holst dir die Frau. Und schick. Wie oft machen Sie Dirty Dancing miteinander? Wenn es sich ergibt. Da muss man ein bisschen üben, ehrlich gesagt, oder? Sicher. Das heißt, Sie sind auch richtig in der Tanzschule oder wo machen Sie das? In der Stube, auf dem Hof. Im Wohnzimmer. Fernseher, also dann abgucken und selber machen. Ehrlich? Also im Wohnzimmer entstanden. Und wie haben Sie sich kennengelernt beim Tanzen? Beim Tanzen, ja, im Blue Sky, auf Disco. Drinnen ist die Party noch voll im Gang und es ist gut so, dass es noch so etwas gibt auf dem Dorfe. Der Goldene Löwen in Hohenleipisch ist viel mehr als ein Tanz- und Abschleppschuppen, sondern fast schon eine soziale Institution gegen die Einsamkeit.